Oh, Marianne hat eine neue Frisur. Oh, guck mal, wie das aussieht, du. Oh, Helga. Ja, was denn das? Was ist denn das? Marianne, hast du eine Wette verloren? Ich war beim Friseur. Ich wollte gerade sagen, Halloween ist ja noch gar nicht. Ja, genau das wollte ich sagen. Ja, das sehe ich. Rot? Ja, ach. Findest du nicht gut? Nee. Echt nicht? Nee. Ist doch mal was anderes. Wieso hast du das denn gemacht? Ach, weißt du, jetzt ist ja bald der Herbst da. Dann zieh dir eine Jacke an. Hab ich doch. Aber deswegen musst du dir doch nicht die Haare verkrüppeln lassen. Der Herbst ist doch immer so duster und ungemütlich. Und da dachte ich mir. Mach ich mich mal. Genau, da dachte ich mir, ich mache mich jetzt auch duster und ungemütlich. Naja, ist eigentlich passt das, ne? Man muss sich ja anpassen, ne? Das heißt, eigentlich im Herbst muss ich mich auch duster und ungemütlich machen. Das heißt, ich rasiere mich den ganzen Herbst über. Nee, das heißt, ich hab dann so ein Bart, ne? Wisst ihr Bescheid? Hässlich. Nee. Ja, bist du jetzt aber? Da dachte ich mir, bring's mal ein bisschen Farbe in dein Leben. Kauf dir einen Papagei, dann hast du Farbe in dein Leben. Was soll ich mit dem Papagei? Wenn Oder er sprechen kann, Buntstifte. hätte er dir den Blödsinn vielleicht noch ausgeredet. Ich finde das schön. Hast du das bei Ingo herrlich machen lassen? Wollte ich, aber der hat gesagt, macht er Ja, nicht. guter Mann. Er sagt, so kannst du in Berlin rumlaufen, aber nicht in diesem. Du siehst aus wie eine Drogenprostituierte. Also. Fehlt nur noch so eine Tasche um Bauch, wo du dein Straßengeld reinmachen kannst. Ist doch Ja, mal das was hat sie sich auch gekauft. anderes. Nun sag, wer hat dir diese Katastrophe gemacht? Ich selber. Herbert? Was denn für ein Herbert? Herbert Schlüter? Wie bitte? Sag nichts, Helga. Der ist ja nicht mal Friseur. So. Der ist ein Schlachter. Also. Du hast dir vom Schlachter die Haare schlachten lassen, Marianne. Wieso Helga. tust du dir das an? In dein Alter. Darf ich jetzt mal reden? Ohne Nee. dass du mich unterbrichst. Ja. Also, egal was du jetzt sagst, du machst es nur schlimmer. Marianne, du machst es halt einfach nur schlimmer. Sag am besten gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Also, war Helmut wieder besoffen oder was? nicht unterbrechen jetzt. Der muss doch besoffen gewesen sein. Guck dir das doch mal an. Darf ich jetzt? Ja, oder Mach. Marianne, ne? Man weiß es nicht. Mach. Ich hab am Wochenende explosiv das Storm-Magazin auf RTL geguckt. Und als du dir das angeguckt hast, sind deine alten Haare vor Fremdscham vergammelt, oder was? Nee, da war ein Interview mit Harry Berry. Ach, stand mit Harry Mit Potter. wem? Harry Berry. Der auch bei James Bond mitgespielt hat. Ach, hier, Harry Berry. Halle Belly heißt die. Genau, so. Halle Belly. Die hat gesagt, auch im höheren Alter soll man mal eine Veränderung wagen. Also, Und ja, dann gut, so ich eine. finde ja, eine Veränderung ist ja in Ordnung, ne? Man, ne, also kann jeder machen, wie er möchte, aber man sollte schon, ja, irgendwie die Veränderung vielleicht nicht zu krass machen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Persönlichkeit, wie Harry Berry das sagt und dir dabei in die Augen guckt, Ich glaub das nicht. dann spürst du auf einmal, dass da eine Veränderung her muss. Ganz Sisebi wird über dich Denn reden. dann soll Ist mir sie Küche egal. streichen Steht oder zu so. mir. Ja, aber. Ist doch egal, was die anderen sagen. Ich soll mir gefallen. Ich soll mich wohlfühlen. Es sind meine Haare. Das hat aber Mein auch Leben. Grenzen, ne? Also, Marianne. ich könnte jetzt auch sagen: Ja, wow, ich fühle mich wohl, wenn ich draußen rumlaufe, ohne Klamotten, ne? Also hat er auch Grenzen, ne? Also ich weiß ja nie, ob die Leute sich in meiner Umgebung damit wohlfühlen würden oder ob sie dann im Mülleimer kotzen würden, ne? Aber es hat schon so ein paar Grenzen, ne? Und wenn ich eine andere Haarfarbe haben will, eine andere Die Frisur, Musik. dann stehe ich dazu. Denn ich bin ich. Amen. Lobe den Herrn für diese Predigt. Hey, Marianne, coole neue Haare, fetzig. Danke. Aber vorher sah besser aus, muss ich sagen. Verkackt. Nimm dir das nicht so zu Herzen, Marianne. Du hast Ich habe auch morgen noch einen Termin bei Helmut. Da machen wir noch ein bisschen weniger rot, so. Also Ja. bisschen weniger. Spontaner Also, Termin, ne? weniger rot ist gut. Bisschen wieder so wie die alte Frisur. Bisschen wieder so. Bisschen mehr.
Ich denke auch, Moriane. Moriane, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Gyros mit Tzatziki, dazu roten Reis mit Erbsen drin. Kann ich nicht. Aber Erbsen ist doch was Gutes. Was, roter Reis? Wenn du Reis und Gyros weg... Wurde der Reis jetzt auch irgendwie gefärbt oder was? Eingefärbt? Krass. Das ist nur Gemüse, das kann doch eigentlich nur gut sein für dich. Krieg Helibelli von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mokdad. Mokdad. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich sagen muss... Wirklich gute Besserung, ne? Das ist das erste Mal, dass ich wirklich sagen muss, Marianne, gute Besserung. Du kommst aus dieser Phase wieder raus. Es ist nur eine Phase, mach dir nichts draus. Und ja, das ist so ein Stufenfrisur. Also nicht hier Stufen reinarbeiten, sondern ihr kennt das ja, man fängt an, die erste Farbe drauf zu machen. Dann gibt es ja viele, die sagen, okay, ich muss meine Haare schonen, ne? Dupe Chemie. Und morgen kommt wieder Kraut drauf. Ne, das ist so... Macht man so. Stufenfrisur halt, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt so genau wie ihr an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.